Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Mega Factory. Schön, dass du wieder dabei bist und hier mit mir hier unseren Stau bei den Fenstern anschaust. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch machen sollen. Was ist denn, wenn wir jetzt sagen, bei Fenstern nur unsere? Werden die dann geholt? Auch nicht, ne? Erstmal müssen wir ja noch die Servos gleich einbauen. Den Sales erhöhen wir nochmal. Da wird es nämlich gleich einen Stau geben, das sehe ich jetzt schon. Warte mal, ich muss hier noch... Hier waren die Servos schon... Habe ich die Servos bei dem anderen Ding drin? So. Mein Gott, nicht, dass da alles schief geht. So. Und dann, Only Local bei den Windows. Vielleicht hilft das ja. 5. Na, das tut zumindest irgendwas. Ja, aber die Servos fehlen jetzt. Okay, ja. Da sind wir also wieder unserer Fabrik. Und wenn das hier mal funktionieren würde, ich weiß nicht. Jetzt fehlen die Fenster ganz und hier stehen welche drum. Wieso nimmt er hier keine Fenster raus? Ist alles voller Fenster. Als wenn er da nicht hinliefern könnte. Aber kann er doch. Es ist mir ein Rätsel. Tja, gut. So, also, hier oben wollten wir dann anschließend gucken noch wegen den Achsen. Was hat sich denn da getan bei unseren Ausgaben? Und das Maul geht immer weiter auf. Das ist sehr gut. Das heißt, guck mal, 24 Stunden. Und das teuerste sind nicht mehr die Achsen. Die haben wir reduziert auf 373.000. Eventuell sollten wir mal weitere Achsenfabriken bauen. Und... eventuell auch eine Stahlfabrik. Das sollten wir vielleicht mal als nächstes erforschen. So, das geht wie folgt. Advanced Production. Da wird es nämlich spannend. Und hier werden jetzt alle 2 Minuten 30 können wir jetzt ein Auto verkaufen, wenn hier nicht alles im Stau... Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also... Wir können mal den kompletten Overkill versuchen. Pass auf, wenn wir mal hier. Stockpile hier hin. Dann hätte ich gerne bitte Servos. Servos. Die wir gleich herstellen wollen. Bitte komplett voll mit Servos machen. Und holen uns die von dem Band hier. Und liefern die dann hier hin. Und hier. So, jetzt packt er den voll mit die Servos. Und den hier hätte ich gerne bitte fast ausschließlich mit Fenstern. So, und hier machen wir jetzt mal Metall. Erstmal Servos. Hier machen wir erstmal bitte nur die Fenster rein. Kann man jetzt leider nicht sagen, der soll die nur aus unserem Werk hier nehmen. Aber ich glaube, das tut er jetzt. Und die Servos hier werden in die Fabrik genommen. Das ist gut. So wollte ich es haben. Guck mal, das funktioniert. Der nimmt sogar Servos dann noch woanders hin mit. So, und hier. Genau, und hier bei den Fenstern kommt die Produktion nicht nach. Die läuft jetzt. Die läuft jetzt. Mehr oder weniger. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Was ist denn das? Je ne sais pas. Tilididididi. Soll man auch ein Fensterding da hinbauen? Noch eine Fensterbutze. Das ist aber auch wirklich klein dimensioniert, ne? Also wir haben hier ein Lager mit 16 Slots oder so. Was hat denn das hier? Na, ist immer so sprunghaft, ne? Waiting for next vehicle. Da haben wir so jetzt Löcher drin. Das heißt, wir müssen mit der Produktion dann nachziehen gleich wieder. Was hast du? No export room. Okay.
Make Servos können wir jetzt. Und dann machen wir noch Metall Rolling. So. 16 Achsen auf Lager. Was ist denn, wenn wir hier zum Beispiel sagen? Only Local. Gucken, ob das sich ausgehen würde. 15, 16. 15, 16. 16. Würde gehen. Aber beide drauf umstellen können wir, glaube ich, noch nicht, ne? Warum geht das so schnell? 5 Minuten 40? 5 Minuten 40 und 5 Minuten 40 sind 2,30. Das wird ein ganz bisschen zu wenig sein am Ende. Limitiert's, ne? So, jetzt können wir Stahl bauen. Und das hier sollte man auch auf jeden Fall irgendwann erforschen. Das bringt euch den Vorteil, dass ihr sehr günstig oder günstiger Sachen abbauen und wieder hinbauen könnt. Aber für 5%, ja, weiß ich noch nicht. So, wir gucken mal weiter. Adaptive Cruise Control. Erstmal hier Sonnendach, das ist nochmal halbwegs günstig. So, und hier würde ich jetzt gerne eine Stahlfabrik hinbauen. Das gibt's hier unten. Und eine Servofabrik. Erstmal Stahl. Was braucht man hier, um Stahl herzustellen? Da müssen wir noch ein bisschen Platz lassen. Weil wir eventuell da noch mehr von brauchen. Machen wir mal so. Und dann schließen wir den mal wieder gekonnt hier unser Netz an. Ach, diese ganzen. So. Was hat die? 5 Mitarbeiter. Stahl. Benötigt Stahl und baut es in Stahl um? Hä? Also, diese Steel Sheets brauche ich offenbar für was anderes. Okay, dann habe ich nichts gesagt, überhaupt das Gegenteil. Lassen die erstmal da stehen, die Fabrik. Gucken, wo wir die. Wo die verwendet werden. Moment, gar nicht. Na toll. Ich dachte, das ging so. Okay, wieder was gelernt. Was haben wir noch? Servos. Die Servos, die wollen wir hier unten herstellen. Hier. So, da machen wir eine wieder genauso wieder oben, dass die direkt da durchlaufen. So, die brauchen Steel Sheets, die wir da oben auch brauchen, und stellen Servos her. Und packen die hoffentlich dann in das Lager rein. Das ist wieder alles im Stau hier. Was ist denn das? Oh Mann. Prefer Local. Prefer Local. Machen wir hier lieber auch. Und Servos scheint zu funktionieren. So, da geht er raus, geht hier in das Lager. Und bei hier geht gar nichts. Und hier, wenn wir da draufklicken, dann fängt er wieder an, hier rauszupusten. Es ist irgendwie kaputt. Ja, aber so kann die ganze Fabrik umkippen, ne? So, und auch die Servoherstellung braucht 48 Sekunden, okay. Und die braucht auch Stahl. Okay. Das kann ja dann laufen. Und der läuft auch immer durch. Das heißt, da wird schön verbraucht. Guck mal hier. Immer schön in das Lager rein und von dem Lager immer schön in die Produktion rein. Das sieht gut aus. So. Na gut. Soll ich noch irgendwas vergessen einzubauen? Nee. Ich hoffe nicht. Sonnendach wird gerade erforscht. Da wollen wir das mal eben einbauen. Mal gucken, ob das die anderen Hersteller schon haben.
Nein. 384 kriegen wir noch ein bisschen was für. Und 307. So, und das wird eingebaut bei Fitruf. Da. Sonnendach. Sehr gut. Nächstes Teil. Ja, hier sind beheizten Sitze. Das geht auch recht schnell. So, Exportroom, da ist er wieder. Er steht da wieder. Der blockiert auch alles dann. Da kommen gar keine Fenster mehr rein. Ich glaube, die Fabrik macht's kaputt. Wir nehmen die Fabrik mal raus. So, Hitze, Sitzheizung. 219, immerhin. Mühsam nähert sich. Wir müssten langsam mal wieder über 22. Wir waren mal bei 22.000. So, Sitze. Make Seat, Fit Seat. Upgrade. Beheizte Sitze. Auch da brauchen wir dann Servo. Und eine Heizung. Ja. Und hier müssen wir natürlich jetzt einstellen. Prefer Local Any. Es funktioniert halt nicht. Any. Und nun? Jetzt kommen die Servos an. Es fehlt immer ein Servo. Ey. Ganz ehrlich. Was soll ich denn da machen? Jetzt klicke ich hier drauf, dann kommen die Teile an. Ist das so gewollt, dass man immer da draufklicken muss, um es zu aktivieren, damit der Spieler ein bisschen was zu tun hat, oder wie? ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Bug ist, oder sich irgendwas ver... Oh, keine Research. Powered Steering Adjustment. Lenkhilfe. Zu Deutsch. Ja, wenn ich die Felder aufhabe. Wenn ich liege, geht's, Herr Doktor. Ja, aber das kann ja nicht. Weiß ich nicht. So, und zack. Und zack. Und das kommt rein bei Steering Wheel. Oh, da habe ich noch was anderes nicht eingebaut. Huch. So. Was fällt jetzt wieder? Hier? Da? Immer gucken, wo ich gerade hinklicken muss. Ach, es wäre so schön, wenn das funktionieren würde. Aber es funktioniert ja gar nicht. Jetzt kommt wieder gar kein Servo an. Hier oben funktioniert das ja auch, ne? Bei den Achsen. Tja. Wieso ist die Forschung wieder fertig und sagt nichts? Satellitennavigation, wo wird denn die eingebaut? Fit Electronics, okay. Da müssen wir auch mal gucken. Irgendwann müssen wir die auch erweitern. Je mehr Teile da eingebaut werden. Aber schön, dass wir konkurrenzfähig sind. Können wir vielleicht mal den Preis mal wieder anheben. Auf 24.000. Sonst doch mal ein bisschen gesund stoßen hier. Was soll ich denn machen hier? Geht schon wieder nicht. Was fehlt denn jetzt immer? Servo. Ein Servo fehlt immer. Liegt das an der Fertigung? Ich weiß es nicht. Es ärgert mich. So, wir sagen hier, Configure Imports. Alle. Ist das schade. Und da ist es abgestürzt. Da müssen wir direkt mal neu laden. Das ist irgendeine Forschung, die wir jetzt wieder nicht machen sollen. Aber ich glaube, das ist auch ein gutes Ende, jetzt hier die Staffel mal zu beenden. Wenn ihr mich noch hören solltet, wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Hier von Production Line. Und denkt dran, ich bin kein Video
Roboter. Das heißt, es kann auch mal ein paar Tage vergehen zwischen der einen oder anderen Folge. Und ich freue mich natürlich über alle Kommentare, die ich nach wie vor immer alle lese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!